Gibt es Wahrheit? Auf der theoretischen Ebene ja. Ich kann über das theoretische Konzept Wahrheit reden und ich kann sogar in Abhängigkeit von anderer Wahrheit eine Wahrheit ableiten. Ich kann ein Axiom nehmen, ein Axiom, das ist eine Annahme, etwas, was ich nicht beweisen muss, sondern von dem ich einfach behaupte, einfach annehme, dass es wahr ist. Und ich kann mir von diesem Axiom eine weitere Aussage ableiten und diese Aussage dann als wahr in Abhängigkeit von dem Axiom betrachten. Ich kann mir auch von der abgeleiteten Aussage noch eine weitere Aussage ableiten. Diese Wahrheitsableitung ist transitiv, das heißt, dann ist auch die zweit abgeleitete Aussage wahr in Abhängigkeit vom Axiom. Und ich behaupte, das ist auch das Einzige, was wir machen können. Wir können keine Wahrheit generieren, ohne Wahrheit schon zu haben. Und wir haben keine Wahrheit, außer die Wahrheit, die wir uns aus den Rippen leiern. Nehmen wir als Beispiel einmal einen Satz, den ich gehört habe, als Argument gegen diese relativistische Sicht der Wahrheit. Relativistisch, weil wenn ich behaupte, das ist das Einzige, was wir haben, die einzige Möglichkeit, Wahrheit irgendwie zu erreichen, dann sind meine Wahrheiten immer relativ zu irgendeiner Annahme. Die sind immer relativ zu einem Axiom. Nehmen wir den Satz, es gibt nicht die eine Wahrheit. Okay. Hört sich jetzt an, nach dem, was ich bisher gesagt habe, dass man diesen Satz beantworten muss als ja. Ja, es gibt nicht die eine Wahrheit. Doch verdammt! Damit habe ich ja praktisch zugegeben, dass es die eine Wahrheit gibt. Ich habe diesen Satz als wahr beantwortet. Oder habe ich das? Ja, ich habe ihn als wahr beantwortet. Aber das widerspricht nicht meiner Aussage. Denn ich habe bereits ein Axiom angenommen. Es geht bereits Wahrheit in die Beantwortung dieses Satzes rein. Deswegen kann auch Wahrheit wieder rauskommen. Das, was ich angenommen habe, ist, dass diese Frage mit Ja oder Nein, mit einem bullschen Ausdruck, zu beantworten ist. Ich nehme an, ich kann Aussagen in wahr oder falsch einteilen, oder zumindest eine Aussage in wahr oder falsch einteilen. Natürlich folgt daraus logisch, dass es die eine Wahrheit, zumindest für diese eine Aussage, gibt. Das ist kein Widerspruch. Menschen sind nur leider alle, mich eingeschlossen, dumm.